ganz ehrlich, es gibt viele Gründe für ein Tablet. Die Idee für ein solches Gerät kommt aus dem Hause Microsoft. Dort stellte 2002 Bill Gates den ersten Tablet-PC vor. Dieser arbeitete damals noch mit Windows XP, was damals ja noch aktuell war. Jetzt belege ich euch gerade 5 Gründe, warum ihr die aktuellen Windows-Tablets nicht vernachlässigen solltet. Als ersten Grund möchte ich die Produktivität eines solchen Tablets nennen. Diese wird von Microsoft selbst beworben und auf einem Windows-Tablet lassen sich so ziemlich alle Programme, die man vom PC gewöhnt ist, installieren. Ob es nun jetzt Microsoft Office ist oder auch Programme anderer Hersteller wie beispielsweise Adobe. Es lässt sich mit einem Windows-Tablet dementsprechend produktiver arbeiten als mit einem iPad oder einem Android-Tablet. Als zweiten Grund möchte ich die Kompatibilität nennen, denn mit einem vollwertigen Windows-System habt ihr aufgrund vorhandener Treiber unzählige Möglichkeiten an externen Geräten. Fast alle Windows-Tablets bieten einen vollwertigen USB-Port. Ihr könnt also normal drucken, ohne irgendeine spezielle App zu installieren. Oder auch mal ein Laufwerk anschließen, um ein Programm zu installieren. Auch ganz normale Tastaturen, ein Kartenleser und vieles weiteres natürlich möglich. Ich finde das zum Beispiel extrem praktisch. Des Weiteren möchte ich als dritten Punkt den Dateimanager nennen. Klar kann man eine solche App auch auf anderen Tablets installieren, aber diese wird nicht annähernd den Funktionsumfang haben, den der Windows Explorer bietet. Windows-Kacheln sind nicht sehr beliebt, dennoch möchte ich sie hier als Vorteil nennen, denn diese sind perfekt für die Touch-Bedienung ausgelegt. Diese lassen sich am ehesten mit Widgets für Android vergleichen und funktionieren sehr gut. Man kann Tablets mit, ich wollte schon sagen, Launcher, das ist ja eher im Android-Bereich verwendet, aber man kann die auf jeden Fall damit echt gut bedienen. Als letztes möchte ich noch die Updates nennen. Während man bei Android oder iOS schon nach spätestens 3 Jahren ausgeschlossen ist, hat man durch Windows 8.1 bis 2023 eine Garantie auf Updates. Das muss erstmal einer machen. Das war mein kurzes Video-Statement, warum ihr Windows 8.1 Tablets nicht unbedingt vernachlässigen solltet. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ja, viel Spaß auch weiterhin auf meinem Kanal MyFocalife. Schaut euch jetzt noch ein anderes Video an.